Das Spiel beginnt mit einer SMS. Treffen 6:30 in der Münchner Maximilianstraße, heißt es. Wir sind pünktlich. Immerhin bezahlen wir fürs Mitspielen 5 Euro per Handyrechnung. Und wir sind nicht die Einzigen. Die meisten hier haben wohl dasselbe Ziel. Schon kommt die nächste SMS, kommt in die Kammerspiele. Wir folgen, auch wenn eigentlich keiner weiß, warum und wofür. Wir warten auf die nächste SMS, doch der nächste Befehl kommt mündlich. Genau, und das Ganze läuft also so ab, wir ziehen als Schwarm, das werden wir auch gleich noch üben, durch die Innenstadt und haben zwischendurch 3 Flashmobs. Alles Weitere wieder per SMS, vielen Dank, los geht's. Der Schwarm schwärmt aus, 300 Menschen müssen sein. Nach wenigen Metern die nächste SMS. Check die Zeitungskästen hinter Trambahnhaltestelle Nationaltheater. Linker Bürgersteig, bitte bedienen. Problem dabei, der Schwarm ist zur Masse geworden. In den Zeitungskästen nichts. Scheinen keine mehr da zu sein, ne? Es hieß, es gäbe Seifenblasen. Seifenblasen, keiner weiß wofür, aber wir haben ja eh keine. Also dem Schwarm hinterher, ferngesteuert von einer fremden Macht. Die 5 Höfe betreten. Unauffällig unter den Hängepflanzen in der Mitte umherflanieren. Von wegen flanieren, als wir ankommen, hat das Handy schon den ersten Flashmob befohlen. So sieht er aus und heißt Bubble Mob. Zugegeben, sieht schön aus, auch wenn wir selbst nicht Seifenblasen blasen können. Wir sind der Flashmob ganze 5 Minuten. Bubble over. Und das Handy befiehlt weiter schwärmen, Ziel Marienplatz. Dort unauffällig im Obergeschoss der U-Bahn verteilen. Nächste SMS gibt das Startsignal für den Freeze. Im nächsten Piepston heißt stehen bleiben. Und Freeze, der berühmteste Flashmob aller Zeiten. Wir halten die Zeit an. Die meisten, die hier mitmachen, sind wohl alleine deshalb gekommen. Nach 3 Minuten erlöst uns unser Handy und sagt, weiter schwärmen wie die Lemminge. Warum, weiß immer noch keiner. Aber Spaß macht's irgendwie trotzdem. Ich mag das, weil das irgendwie so dieses Ungewöhnliche im ganz Gewöhnlichen ist. Was glauben Sie, warum man sowas macht? Moment, ein bisschen Kunst, bisschen Spaß, denke ich mal. Aha, und schon stehen wir im letzten Flashmob. Am linken Geldautomat anstellen heißt der Befehl, auch wenn die anderen frei sind. 300 Menschen haben Spaß an dem, was sie im Alltag eigentlich nervig finden. Und das ist ja irgendwie auch mal eine Erfahrung.